Hallo ihr Lieben, es gibt eine neue Q&A-Runde. Mein Name ist Beate Popp, ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin und ihr könnt mir auch gerne über YouTube eure Fragen stellen und ich werde welche auswählen und die über YouTube im Podcast dann veröffentlichen. Also die Frage ist, eine Frau Mitte 40 und die schreibt, ich bin gerade in einer neuen Partnerschaft. Meine Verlustängste sind echt heftig. Ich stelle mir immer wieder vor, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Dieses Gefühl ist lähmend und nimmt mir jegliche Lebendigkeit. Ich habe Kopfkino, meine Gedanken kreisen. Und wie kann ich diese Gedankengänge unterbrechen? Was würde mir helfen, diese Gefühle besser zu verstehen und damit umzugehen? Also zuerst mal, es ist total verständlich, dass wir in Freundschaften, in Partnerschaften Verlustängste empfinden, vor allem wenn wir eine Bindungstrauma-Geschichte erlebt haben durch eine narzisstische Mutter. Diese Gefühle sind dann in der Beziehung nicht ungewöhnlich und die treten auch auf bei Menschen, die jetzt nicht so schwer traumatisiert sind. Aber jemand, der eine heftige frühkindliche Traumatisierung erlebt hat, also Bindungstrauma, ist es natürlich noch wesentlich schlimmer, weil die Urgefühle so tief verankert sind, dass ich so quasi alles, was ich liebe, verliere ich wieder, dass das heftig ist. Und was kann die Betroffene jetzt tun? Also ganz wichtig ist da auch zu schauen, welche Seite in mir sagt es, denkt so. Welche Seite erzeugt dieses Kopfkino? Ist es ein innerer Kindanteil? Ist es ein absolut verletztes Ich in mir? Wann ist es zum ersten Mal aufgetreten? Kann ich mich erinnern? Kann ich sagen, wie alt ist dieser Anteil? Bisschen mit dem Anteil in Kontakt gehen. Wie fühlt der? Was sind die Hauptängste? An was kann er sich erinnern? Welche Gefühle sind einfach? Welche Empfindungen sind dabei? Also da geht es erstens mal ganz viel um Selbstreflexion. Nimm dir, wenn du das selber auch kennst, wirklich Zeit, die Gefühle und Gedanken zu verstehen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, eben auch mit diesen inneren Seiten. Sag dir vielleicht selber, eine Seite in mir fühlt so, denkt so, eine Seite in mir hat Angst. Aber du hast ja auch ganz viele kompetente Seiten. Du hast ja ganz viele Ressourcen und Fähigkeiten. Und vielleicht kannst du auch diese Seiten ein bisschen rausarbeiten, damit sie dieser Seite, die so Angst hat, zur Seite stehen. Dann ist offene Kommunikation auch ganz wichtig. Sprich mit, Entschuldigung, sprich mit deinem Partner über deine Ängste und dann über die Sorgen. Weil ganz viele Partner verstehen das, können dich dann besser verstehen, wenn du vielleicht manchmal ein bisschen eigenartig reagierst. Und offene und ehrliche Gespräche können vor allem dazu beitragen, dass Vertrauen aufgebaut wird, weil du dich geöffnet hast und können auch eben Missverständnisse aus dem Weg räumen. Irgendwie, wie ich gerade gemeint habe, du bist vielleicht manchmal ein bisschen eigenartig oder ziehst dich zurück und dann versteht er dich vielleicht auch besser. Dann Achtsamkeitsübungen sind ganz wichtig. Lerne im Moment zu leben und ganz achtsam dich zu spüren, deinen Körper zu spüren, dich im Raum zu orientieren. Sag, hier ist Sicherheit. Im Moment, im Hier und Jetzt ist alles gut. Und Meditationen oder Atemtechniken können dich da auch unterstützen. Und dann ist es mit ganz wichtig, diese Gedankenkreisläufe zu stoppen, indem du dich mal vielleicht selber fragst, wenn ich jetzt so weiterdenke, welche Auswirkung hat es? Und wenn ich aber jetzt einfach mal sage, ohne dass ich das nicht würdige, dass diese Gedanken da sind, das ist ja immer ganz wichtig, auch bei dieser inneren Anteile, inneren Seitenarbeit, dass man das würdigt, was da ist, aber man sagt, du, im Moment ist gerade ungünstig, ich kümmere mich nachher um dich drüber, aber ich verstehe dich und ich weiß, warum du da bist. Und ich schicke dir ein bisschen Liebe und ich schaue später dann nochmal nach, wie es dir geht. Weil manchmal kann man uns halt nicht unmittelbar im Moment darum kümmern.
Und dann wirklich zu sagen, jetzt mache ich mal einen Stopp, weil die Auswirkung, wenn ich weiter so denke, hört das Gedankenkarussell nie auf. Wenn ich aber einen Stopp mache, mich auf was Schönes, Positives orientiere, einfach im Garten mal schaue oder Vögel aus dem Fenster betrachte, dann kann es wesentlich leichter werden. Und unser Gehirn ist ja, das habe ich ja auch schon einige Male gesagt, relativ bequem. Unser Gehirn geht so die alten Wege, die sie kennt, fährt die alten Autobahnen. Und wenn man so einen Stopp reinbringt zwischen diesen Reiz, der das auslöst, wieder die Verlustangst oder es passiert was, diese Angst und der Reaktion, kann man da schon ganz, ganz viel abfangen. Und da habe ich ja auch, ich habe ja so Selbstregulationstipps auch, die kann ich euch unten dann verlinken, das ist auch sehr, sehr wertvoll. Was auch wichtig, ich setze einfach realistische Erwartungen in die Beziehung, weil kein Mensch kann die Zukunft vorhersagen und letztendlich ist es auch wichtig zu akzeptieren, dass immer ein kleiner Rest Unsicherheit in jeder Beziehung da bleibt und auch grundsätzlich im Leben da ist. Aber man kann sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass nichts passiert und dass die Partnerschaft gut weiterläuft, als dass es quasi ins Negative geht. Wenn natürlich die Verlustängste sehr, sehr stark ausgeprägt sind, dann hol dir wirklich da auch professionelle Hilfe, weil hier kann man dir viel besser helfen, diese ganz tiefen Ängste auch zu überwinden und dich dabei zu unterstützen in den ganzen Situationen, wie kannst du anders damit umgehen. Dann ist Selbstfürsorge wichtig, achte auf dein Wohlbefinden, pflege dich körperlich, pflege dich geistig. Schlaf ausreichend, ernähr dich gesund, mach regelmäßig Sport. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet. Weil viele Menschen, die gerade so in der Traumaschleife feststecken, die kümmern sich gar nicht um sich selber. Die schlafen dann schlecht und was ja auch oft verstehbar und nachvollziehbar ist. Aber achte einfach so auf einen gesünderen Rhythmus, soweit es dir möglich ist. Manchmal können auch positive Affirmationen helfen. Ich bin da grundsätzlich kein so ein Fan davon, weil diese Traumen ja ganz, ganz tief im Stammhirn sitzen. Aber in diesem Moment, wo eben für dich wichtig ist, diesen Stopp reinzubringen, wenn diese Gedankenkarusselle ablaufen, kannst du einfach auch mal dich wirklich erstens auf was Positives konzentrieren und auch mal versuchen, einen positiven Gedanken zu formulieren. Und sag dir einfach auch selber immer wieder, dass du es verdienst, glücklich, geliebt zu werden, glücklich zu sein, geliebt zu werden und dass deine Ängste dich nicht beherrschen sollen. Also man kann da wirklich auch mal ganz klar sagen, stopp, jetzt nicht, ich kümmere mich später drüber, du hast einen Grund, warum du da bist, weil diese ganzen Empfindungen, Gefühle, die haben einen Grund, warum sie da sind. Aber man kann auch mal sagen, im Moment tue ich dich in so eine Art Tresor. Da gibt es ja auch diese quasi imaginativen Reisen, wo man so einen Tresor hat. Da tue ich dich jetzt mein Schatzkästchen und später gucke ich dann nochmal nach und beschäftige mich mit dir. Und das ist eben, sind jetzt ein paar hilfreiche Tipps für dich, hoffe ich zumindest. Aber gerade diesen Gedankenstopp reinzubringen, dieses Karussell zu stoppen, sag wirklich laut Stopp. Und sag, stopp, das hilft mir jetzt nicht, das ist nicht hilfreich, das zieht mich nur runter. Die Auswirkung ist, dass es mir schlechter geht, dass ich die Ängste verstärke. Ein Lieblingssatz ist ja auch von mir, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und du hast die Wahl, wo möchtest du deine Aufmerksamkeit hinrichten? Was möchtest du erleben? Was möchtest du fühlen? Ist immer leichter gesagt wie getan, aber versuch's einfach mal laut Stopp zu sagen. Ich möchte das jetzt nicht, im Moment ist es nicht hilfreich und im Hier und Jetzt ist alles in Ordnung. Also einfach schau dich im Raum um, dreh deinen Oberkörper mit und schau, hier ist keine Bedrohung. Im Moment ist der Partner da und er kommt heute Abend wieder, wie auch immer, aber versuch wirklich da ein bisschen umzugehen. Klar, das sind jetzt nur immer Tipps. Aber wenn es wirklich ganz, ganz tiefgreifend ist, habe ich ja schon gesagt, holt euch therapeutische Hilfe. Aber vielleicht kann es dir ein bisschen helfen, dieses Kopfkino runterzufahren
die Gedanken zu stoppen und einfach dann eine andere Auswirkung zu erleben, dass du vielleicht in ein Gefühl der Sicherheit kommst. Zum Beispiel, vielleicht kennst du auch diese Übung mit dem inneren sicheren Ort, dass du dir so einen inneren sicheren Ort baust. Das ist oft mit Hilfe auch immer ganz, ganz sinnvoll, wo du dich sicher und geborgen fühlst. Und das ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, dass die Beziehung so sein sollte, dass du einen anderen nicht brauchst, sondern dass der andere ein Geschenk zu deiner eigenen Fülle, ja, zu deinem eigenen erfüllten Leben ist. Weil wenn du einen anderen brauchst, dass er bestimmte Defizite ausgleicht, ist es natürlich schwierig, weil wenn der wegbricht, dann fallst du natürlich wieder in ein Loch. Aber da denk einfach mal drüber nach und sag einfach, ich bin dankbar im Hier und Jetzt für diesen Moment, dass der Mann da ist, dass die Partnerin da ist, wer auch immer, und genieß den Moment. Ich hoffe, ich habe dir ein bisschen helfen können. Ich habe die Frage ein bisschen beantwortet, dass es dir einfach ein bisschen Erleichterung bringt. Und denk einfach dran, Verlustängste im normalen Rahmen sind auch normal. Man muss nicht alles wegtherapieren. Aber wenn sie zu viel wären, dann hol dir da Unterstützung. Ich wünsche dir, ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Deine Beate. Tschüss.